Willkommen zurück und schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier ist wieder Manuel von Gamers Palace. Wir hatten uns beim letzten Mal den Island selber auf die Eisinsel begeben und haben jetzt die Möglichkeit, den zweiten Bereich zu erkunden, nachdem wir uns da das letzte Mal noch direkt den Zugang dazu gekauft haben. Und das machen wir jetzt auch mal. Auch hier wartet uns wieder viel Müll und anscheinend einen ganzen Haufen Dreckspatzen wieder. Da schauen wir doch mal, wie es hier laufen wird. Ich habe jetzt schon das erste Mal ganz viel Müll eingesammelt. Hier gibt es zum Glück auch zwei Recycling-Automaten. Werfen wir hier erstmal ein paar Flaschen und Dosen rein. So. Wir können gleich die ersten 5 Dublonen einsammeln und dann auch einzahlen. Eiskugelblume, hier braucht man jetzt dann die ersten Samen, die wir ja bei Pikmi auch weiterhin bestellen können. Und ich höre, dass die erste Runde Dreckspatzen da ist. Zack. Zwei und irgendwo ist noch einer. Oh. Nochmal drei. So. Platz für Flaschen haben wir noch ein bisschen, aber jetzt nicht mehr. Oh, da ist der nächste Schwung. Noch eins? Nee. Okay. Das dachte ich mir, dass hier zwischen den Bäumen so ein Ei ist. Ihr seht, dass es bisher relativ einfach ist, diese Kredite, die man hat, dann auch zurückzubezahlen. Aber man kann sich natürlich ja auch auf Dauer überlegen, ob man hier halt wieder was aufnimmt, wobei ich jetzt momentan gar nicht mehr kaufen kann. So. Ja, ich mag meine Entschlossenheit auch und wir sind ja auch echt gut dabei bisher. Cool, wir haben alle Sachen gesäubert, also den kompletten Müll aufgesammelt. Dann bringen wir aber jetzt nochmal kurz hier die Flaschen weg. Zack. Und bestellen dann mal die Eiskugelblumen. Sind das beide? Ja, oder? Yeah. Zwei verschiedene. Die Eiskugelblume und die Eisgurkenpflanze. So, Kasse.
war genau falsch. So. Einmal bessern. Und auch das einmal bessern. Kaiserpinguine, sehr schöne Tiere. Ah. Der Kaiserpinguin erzeugt Yen, wenn er etwas frisst. Yen sind die Obstkriege in Japan. Du wirst einen Wechselautomaten brauchen, um die Yen-Münzen zu Golddublonen zu tauschen, bevor du sie ausgeben kannst. Cool. Und das Walross. So. Jetzt müssen wir irgendwie noch warten, bis die alle fertig sind. Helfen ihm zumindest einfach mal ein bisschen. Er hat es jetzt auch geschafft. Da. Haben sie echt witzig gemacht mit den Tieren. So. Voll. Nur noch das und dann müsste er eigentlich fertig sein. Genau. Das sind jetzt 10 Yen, die wir hier bekommen. Jetzt ist noch eins fertig. Nehme ich hier. Fehlt noch eins. Ah. Das macht auch gleich Yen mit. Wow, geschafft. Okay. Erstmal richtig sauber. Jetzt haben wir den ganzen Mist hier ein. Okay. Hier geht es um den Marktwert. Das ist also eine gute Idee zu warten.
bis man den besten Wechselkurs für seine Währung hat, bevor man sie ausgibt. Schieße dann die Yen-Münzen auf meinen Schlitz, dann tausche ich sie mit Golddublonen. Hier wird jetzt gerade auch angezeigt, wie viel ist. Der Yen ist jetzt zum Beispiel gerade wieder gesunken. Das heißt, ich kriege nur eine Golddublone. Das heißt, jetzt gerade lohnt sich es nicht so sehr. Und jetzt kriege ich aber für den Yen 3. Und jetzt sind hier 40 rausgekommen. Du hast japanische Yen zu Dublonen getauscht. Achte immer auf den Wechselautomaten. Genau. So. Bräuchte ich dann auch einen Automaten, wo ich das einzahlen kann? Sieht aber ganz so aus, als ob wir dafür wieder hier rüber müssen. So, ich schau gerade mal. Irgendwie ein bisschen kompliziert hier, weil man jetzt immer hin und her laufen muss. Vielleicht hilft es ja, wenn man erst das Tor wirklich aufmacht. Das probieren wir jetzt auch mal. Ah ne, okay. Das da drüben ist tatsächlich einfach so ein Bereich, wo man alles so machen muss. Gehe ich jetzt zumindest davon aus. So. Jetzt habe ich aber wieder auf jeden Fall ganz viel Platz im Inventar. Ich höre unschöne Gegner. Was ist denn der dritte? So, Eiskugelblume, okay. Ich überlege gerade, vielleicht kann man den Bereich noch gar nicht komplett machen, aber eigentlich schon. Mist. Ich gehe erstmal noch die Flaschen umtauschen.
einzahlen. Ja. Ich habe wieder im Voraus gezahlt. Oh. Ich brauche Steuermarke. Denn der Automat dazu? Hier. So, für drei Runden nehme ich mal die mit. Wirklich, dass man hier irgendwie dann noch erst später herkommen sollte, weil ich hier glaube ich noch nicht alles wirklich machen kann. Aber was ich machen kann, ist das hier pflanzen, nämlich die Eiskugelblume. Stelle ich einfach mal. Aha. Das war's. Ich noch nicht ganz benutzen. Okay. Zumindest ihn kann man gleich noch mal füttern. Schulden nur noch 22 Dublonen. Das heißt also, das ist jetzt auch dann gleich schon erledigt mit dem Kredit. Ist mal schön fleißig, du lieber Pinguin. Was voll, der ist da drüben. Gehe ich erstmal dahin. Ach so, und dann habe ich den Bereich doch gleich abgeschlossen. Okay. Er gibt mir wieder Yen. So.
Warten natürlich, bis der Jan wieder oben steht. Nämlich jetzt. Oh. Er war anscheinend wieder runtergerutscht, während ich eingezahlt habe. Naja. Es ist tatsächlich natürlich sehr realistisch, denn das kann genauso wie zum Beispiel mit Aktienkursen einfach auch ist einfach so passieren. Also man sieht halt gerade eine Zahl, tauscht dann um und dann ist der Wert durch irgendein Ereignis oder so einfach gesunken. Das kann wirklich sehr, sehr gut sein. Und jetzt habe ich gerade vergessen, dass wir jetzt wahrscheinlich die Brücke bauen können. So, für 10 Steuermarken. Ah, vergessen, dass man das mit Steuern macht. So. 14 habe ich dabei. Reicht jetzt auf jeden Fall. So, Brücke gebaut. Und das ist auch ein schönes Erfolgserlebnis, denn wir haben ja vorhin hier schon das Tor aufgemacht und können dann jetzt direkt weitergehen. Das machen wir dann morgen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie wir. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.